Das war jetzt... Das hört nicht auf! Das hört nicht auf! Es geht um Selbstverteidigung und Pfefferspray. Und schalt nicht gleich weg, denn am Markt gibt es ja viele Pfeffersprays. Starke mit Gel und bla bla. Egal, aber es gibt nur einen. Es gibt wirklich nur einen, der auch einen Alarm abgibt. Und zwar nicht nur hier, sondern einen Alarm zu wen auch immer. Das heißt, es kann Hilfe zu dir kommen. Und das kann genau dieses Teil. Und wenn dir das irgendwie interessiert, dann bleib dran. Hallo, willkommen, da ist der René Rossmann. Schön, dass du wieder mit dabei bist. Das ist Plegium, ein schwedisches Unternehmen, die, und da muss man ein bisschen die Geschichte erzählen, wirklich mit Hirn einen wunderschönen Pfefferspray gemacht haben. Und fangen wir mal da an, dass es natürlich alles billige Eigenwerbung ist. Ich gebe dir natürlich den Link, wo du den bekommen kannst. Und danke für Sponsoring von diesem Video hier. Ja, ich bin halt ein Werbemixchen. Aber das Produkt ist cool, aber entscheid du selbst. Das ganze Teil wird geliefert in so einer schönen Box. Und es gibt jetzt zwei Funktionen, eigentlich drei. Die eine Funktion ist einmal Pfefferspray, mache ich jetzt noch nicht. Dann die weitere Funktion ist ganz einfach, dass wenn ich jetzt hier diesen Pfefferspray bediene, dass das Ganze auch die hier im Umkreis alle alarmiert. Ich meine, hier buschkraft.rallofaldola.at wird mir niemand zur Hilfe kommen, mich aber wahrscheinlich auch jetzt niemand angreifen, sei es drum. Und der nächste Punkt ist dabei, dass hier ein Alarm abgegeben wird, nämlich in Kombination mit deinem Smartphone, mit der aktuellen Position und dass du jetzt gerade ein Problem hast und damit Hilfe alarmiert werden kann. Wie auch immer du das einstellst, entweder zu Verwandten, zur Familie oder auch zu Einsatzkräften, wenn du das magst. Der Punkt dabei ist, wie kommt es überhaupt dazu? Die Geschichte, ich habe mir die erklären lassen, ein besorgter Vater hat seine Töchter oder seine Tochter halt ja rausgehen lassen müssen. Weißt, wir müssen unsere Töchter irgendwann einmal rausgehen. Aber da draußen kann es halt manchmal auch gefährlich sein. Kann, es ist draußen auch gefährlich. Und ein Pfefferspray alleine in der Situation ist schon einmal ganz gut. Und rundum zu alarmieren, dass es hier ein Problem gibt, das ist auch gut. Aber zu wissen, dass sie jetzt Hilfe braucht und dass man hier handeln muss, das ist noch viel besser und die Hilfe auch dorthin leiten kann, wo der Alarm abgegeben wurde. So, das geht aber nur, das möchte ich auch dazu sagen, nicht hier, also das tut nicht irgendwo anrufen, sondern in Kombination mit einem Smartphone. Dazu gibt es eine eigene App, die du mit diesem Teil hier verbindest und dann wird ganz genau dein Standort weitergegeben und das ist schon etwas, was andere Pfeffersprays wirklich nicht können, das finde ich großartig. Die Konfiguration und all das Zeug kriegst du bei der Lieferung mit dazu, das ist auch wirklich sehr, sehr simpel. Ich gebe da unten den Link, wo du das bekommen kannst, wird alles wunderbar erklärt, das ist auch wirklich ziemlich simpel. Das Ganze ist auf einen Magneten angehängt, ne? So, wunderbar. Das heißt, man kann, wenn man das am Schlüsselbund hat, das Ding auch ziehen und hat es dann einsatzbereit. Gut, dann haben wir hier jetzt den Pfefferspray. Ich bin kein Pfefferspray-Instructor, ich bin Survival-Trainer. Ja? Aber mich interessieren solche Dinge, weil ich ja auch immer so einen Teil mit dabei habe. Besser haben als brauchen. So, das tut man normalerweise, wie ich gelernt habe, nicht mit dem Zeigefinger, sondern mit dem Daumen. Und auch hier diese Klappe, ja, diese Klappe, die ist wirklich stabil. Das heißt aber auch, man muss trainieren, die Klappe hochzuheben. Es gibt Pfeffersprays, da kann man hier durchdrücken. Das habe ich hier bei dem nicht geschafft. Man muss es in die Höhe heben. Das ist einfach so. Und dann, und jetzt an alle, die Ohrenprobleme haben, es wird dir gleich laut werden. Ich habe dich gewarnt. Auf eins, auf zwei und drei und... Du hast einerseits gleich Licht mit dabei und dann diesen Wrrr-Ton. So, da muss ich ausschalten. Halt die Schnauze! Ja! Ja, warte. Das ist ganz schön laut. Und ich habe hier eine Testversion, da gibt es hier einen Schalter, um das Ganze wieder auszuschalten. Bei der Version, die du kaufen kannst, ist das nicht der Fall. Denn daher bleibt jetzt nur eine einzige Möglichkeit, das Ding kaputt zu machen. Das probieren wir dann nachher auch, ob das wirklich funktioniert. Aber bevor wir das kaputt machen, oder es zumindest versuchen, mag ich dir noch was zeigen. Hier in diesem Testteil ist jetzt kein Pfeffer eingebaut. Das können wir in einem eigenen Video klären. Wenn du sehen willst, wie der Pfeffer wirkt, dann schreib mir einen Kommentar, gib einen Daumen nach oben und teile das Video. Und dann machen wir einen Test mit Pfeffer. Das ist jetzt hier nur Wasser, damit sich niemand wehtut. Ja? Natürlich, sonst ist Pfeffer eingebaut. Auf jeden Fall, ich mache das Ganze jetzt noch einmal. Bitte, wenn du das nicht magst, dann musst du ausschalten und dir irgendwas anderes anschauen. Aber ich mache das jetzt noch einmal. Und zwar, hier kommt dieser Spray raus.
jetzt dieses Blinkding und das... Ich hasse das. Wollen wir es kaputt machen? Ich sag ja. Jetzt halt die Goschi aus da. Puh, ja, jetzt nach einiger Zeit, ich glaube, dass die Batterie aus ist. Also, ja, aber das war jetzt... Das hört nicht auf, das hört nicht auf! Der Scheißdreck! Das nervt! Ja, so schaut das Ganze aus. Bitte nicht in den normalen Hausmüll werfen, das ist Elektroschrott und sowas und überhaupt. Also das ist das Pfefferdingsbums, was nur mit Wasser gefüllt war. Aber wie gesagt, wenn du einen Test willst, schreib einen Kommentar. Und ja, das ist der Rest. Und hier ist auch die Logik, die einerseits dafür sorgt, dass es dieses macht, ja, also diesen unangenehmen Ton, der mich schon richtig genervt hat. Und natürlich auch diese Lichteffekte. Also natürlich, das ist keine Garantie. Klar, aber es ist besser als nichts. Das heißt, wenn du dir so etwas besorgst oder für deine Lieben besorgst, dann hast du ganz einfach den Vorteil, dass du auch alarmiert wirst oder dass jemand alarmiert wird. Und weil was hilft's, wenn der Pfefferspray draußen eingesetzt wird, aber dann keine Hilfe kommt? Und das wird mit diesem Produkt, so gut es eben geht, versucht in den Griff zu bekommen. Wenn du einen Täter hast, der wirklich, wirklich, wirklich unbedingt zuschlagen will, oder es mehrere Täter sind, dann wirst du mit dem hier allein nicht durchkommen. Aber der Vorteil ist, dass jemand weiß, dass du ein Problem hast. Und das kann den Unterschied zwischen Leben und Tod machen. Eine Garantie gibt es natürlich nie. Selbstverteidigungssituationen sind so komplex, dass man das auch gar nicht geben kann. Aber das Teil ist auf jeden Fall einzigartig am Markt. Und wenn du eins haben willst, gebe ich da unten den Link, wo du eins bekommen kannst. Dort hast du auch alle Daten und Möglichkeiten, wie du das Ganze mit dem Smartphone verbindest. Und wenn du das sehen willst mit dem Smartphone, oder wenn du sehen willst, wie der Pfeffer wirkt, dann schreib mir einen Kommentar, Daumen nach oben, das Video teilen. Und in einem nächsten Video werde ich das hier, den Blastball, vorstellen. Auch das ist ein Selbstverteidigungsinstrument. Und wenn du das sehen willst, dann lass ein Abo hier. Und was? Ich sag nur, besser haben als brauchen und hoffentlich brauchen wir das Zeug nie.